Wilder Westen mitten in der kroatischen Prärie. Der Ort Bres ist Schauplatz für Winnetou und seine Abenteuer. Bild besucht explosiv die Dreharbeiten für die Neuauflage des Filmklassikers. Action! Neben mir steht der Setbildner, Production Designer. So kann man sagen, oder Szenenbildner auf Deutsch. Szenenbildner auf Deutsch, Matthias Müsse. Was direkt auffällt hier, es sieht alles komplett real aus. Wenn man auf 5 cm rangeht, hat man das Gefühl, man ist mitten im Apachendorf. Vielleicht kannst du mal das Geheimnis dahinter verraten. Nun, vieles ist auch real in dem Sinne, dass wir es gebaut haben, wie es die Indianer auch gebaut haben. Natürlich sind auch Kulissen dabei, die nur den Zweck erfüllen, als Kulisse dann den authentischen Eindruck wieder zu spiegeln. Aber es ist natürlich wichtig, dass wenn man auch nah rangeht, dass Sachen einfach gut gearbeitet sind. Ansonsten versuchen wir uns eigentlich sehr abzuheben von den alten 60er-Jahre-Filmen, weil die natürlich aus heutiger Sicht, nach heutigen Sehgewohnheiten sehr, wirklich sehr kulissig sind und sehr ausgestellt. Und dass die Westernstadt ist ganz idyllisch, so wie man das erwartet. Da gibt es keinen Dreck und keinen Schlamm. Und das spielt bei uns aber eine sehr große Rolle. 50 Jahre nachdem die legendären Filme im Kino liefen, sollen jetzt ganz neue Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand entstehen. 3 Fernsehfilme werden gedreht. Es ist die teuerste TV-Produktion des Jahres. Der neue Old Shatterhand, Wotan Wilke Möhring, hat sofort zugesagt, denn er ist ein echter Winnetou-Fan. Der Aufwand ist gewaltig. 80 Drehtage, tausende Statisten, ein echter Sioux-Indianer am Set bringt den Schauspielern die richtige Sprache für Bewegungen bei. Höchstleistung wird auch von den Masken- und Kostümbildnern verlangt. Das ist auch sehr speziell an dem Film, das sehr auf Realismus Wert gelegt. Ja, genau. Und dass das also auch so abgetragen aussehen soll, als wäre das wirklich schon ganz lang am Mann. Der ist ja ein 1A Second-Hand-Shop hier. 2016 auf RTL und unser Reporter hat auf jeden Fall schon Blut geleckt.